Sie ist jung und sehr begabt. Die 22-jährige Jennifer aus Mainz studiert Musik. Sie liebt das Klavierspielen und gibt während ihres Studiums auch gerne Unterricht. Ich glaube, dass gerade das Klavier ein gutes Einstiegsinstrument ist, um Zugang zu Musik auch zu finden und auch vor allem dann mit Spaß auch dabei zu bleiben. Jennifer ist schon eine erfolgreiche Pianistin. Sie hat hin und wieder Auftritte und auch schon einen Preis gewonnen. Als Lehrerin arbeitet sie als Honorarkraft, einen Tag die Woche im Auftrag einer privaten Musikschule. Doch wie bisher darf sie das nicht mehr, denn das Bundessozialgericht hat bestimmt, dass Musikschulen Honorarkräfte nicht mehr beschäftigen dürfen, sondern sie fest anstellen müssen. Wenn sie jetzt Musikunterricht geben will, muss sie das als Selbstständige tun. Für sie bedeutet das nun viel mehr Arbeit, denn sie muss sich selbst organisieren. Dennoch kann sie die Regelung verstehen. Ich finde es auch gut, dass generell, dass das angegangen wird, dass Lehrkräfte an Musikschulen eben besser bezahlt werden sollen, beziehungsweise eben einen sichereren Job haben sollten. Aber das ist ja nicht für alle in dem Sinne dann möglich oder überhaupt sinnvoll. Das sieht auch ein Musiklehrer so, der mit uns sprechen, aber anonym bleiben will. Er hat sich über Jahrzehnte eine sehr gut gehende Musikschule aufgebaut, auch mit Honorarkräften, die oft gar nicht fest angestellt werden wollen. Wenn ich jetzt die anstellen würde, die es wollten, dann müsste ich die Schülerhonorare eklatant erhöhen. Die Lehrer würden auch weniger verdienen, als sie jetzt verdienen, weil ich ja die Sozialabgaben zu leisten hätte. Es scheint jedenfalls unausweichlich, dass der Musikunterricht teurer wird. Und das wird seine Folgen haben. Natürlich werden Schüler auf der Strecke bleiben, und zwar viele Schüler. Und die Preise werden entsprechend steigen. Und es kann sein, dass sich wieder nur die Reichen wie früher einen Unterricht für ihre Kinder leisten können. Die Musikschulen, seien sie privat oder öffentlich, sind gefordert. Manche öffentliche Musikschule, etwa in Trier, Ingelheim, Bad Kreuznach oder in Niederolm, wird ihre Lehrer fest anstellen. In Niederolm bedeutet das Mehrkosten von 60.000 Euro im Jahr, sagt uns die Stadt. Wir sind in einer privaten Musikschule in Koblenz. Die meisten Lehrer hier sind fest angestellt. Doch ohne Honorarkräfte geht es nicht. Um Preiserhöhungen auszuschließen, brauche es staatliche Förderung, meint der Sprecher des Verbandes der Musikschulen und Inhaber der Schule. Für diejenigen, die vielleicht in der Familie nicht so ein dickes Portemonnaie haben, muss es weiter Musikunterricht geben. Und da brauchen wir das Land, da brauchen wir die Kommunen. Und das könnte zum Beispiel sein, ein Hilfsförderprogramm, wo man denn Musikschulen unterstützt bei der Einstellung von Festangestellten. In Sachen Kulturförderung sieht das Land im Bundesvergleich nicht gut aus. Es belegt den vorletzten Platz bei den Ausgaben für Musik und Theater. Derzeit verhandelt das Kultusministerium mit dem Verband Freier Musikschulen. Wie hoch eine Förderung ausfallen könnte, ist noch nicht klar. Betroffen von der Problematik, zukünftig keine Honorarkräfte mehr beschäftigen zu dürfen, ist auch das renommierte städtische Mainzer Peter-Cornelius-Konservatorium, die größte Musikschule im Land. Wir hören hier von Lehrkräften, die sich nicht vor der Kamera äußern möchten, wiederholt Aussagen wie diese. Jedes Jahr muss ich einen neuen Vertrag mit demselben Wortlaut unterschreiben. Ich unterliege Anweisungen und Uhrzeiten, muss an Konzerten und Konferenzen teilnehmen. Ich erfülle genau dieselben Aufgaben wie die festangestellten Kollegen, werde dafür aber weit schlechter bezahlt. Gerne hätten wir mit dem Direktor darüber gesprochen, doch erhalten wir keine Antwort. Andreas Kubicki ist selbstständiger Musiker und Musiklehrer und der Fachgruppensprecher Musik der Gewerkschaft Verdi. Er hält die Situation am Konservatorium in Mainz für die schwierigste im Land. Wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, ob Ihre Honorarverträge übernommen werden, überführt werden eine Festanstellung oder ob Sie Ihren Job verlieren und andere Leute eingestellt werden oder ob die Musikschule kleiner gemacht wird. Und da muss jetzt eine Lösung gefunden werden, sonst drohen der Stadt horrende Nachzahlungen. So stehen die Musikschulen im Land unter dem Druck eines Gesetzes, dessen Ziel es auch ist, dass Musiklehrer angemessen bezahlt werden. So will es das Bundessozialgesetz.
Das Gesetz sei nicht schlecht. Schlecht sei die Bezahlung der Honorarkräfte und ihre Arbeitssituation, findet Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichtes, bis zum vergangenen Februar. Im Schnitt 20 Euro für eine Honorarkraft, das reiche nicht aus. Naja, gut, das Sozialgesetz ist sicherlich noch sozial. Es lässt ja zu, dass diese Lehrer vielleicht mit 40 Euro bezahlt werden. Ja, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Die Bezahlung für die Lehrer erhöhen, aber nicht die Preise für den Unterricht sei die Lösung, findet der ehemalige Gerichtspräsident. Alles andere wäre unsozial. Das trifft dann die Allerschwächsten, die Kinder, die keinen Musikunterricht mehr bekommen. Wenn man es anders regelt, dann trifft es die Lehrer, die eben mit Hungerlöhnen abgespeist werden. Also wie man es auch wendet, die Kommunen haben unterm Strich zu wenig Geld für ihre eigenen Belange. Und daran ist aber jetzt nicht das Sozialrecht schuld. Für die Klavierlehrerin Jennifer wird es wohl irgendwie mit dem Unterricht weitergehen. Ihren Weg aber wird sie hoffentlich als erfolgreiche Pianistin machen.